Die IHK zu Schwerin präsentiert Wachstumsregion Westmecklenburg. Wirtschaft 4.0. Keine Ahnung. Ja, gehört habe ich das schon mal, aber ich weiß es nicht genau. Okay. Es ist sicherlich was Neues, was für die Zukunft irgendwie spricht oder was. Die Automatisierung der Wirtschaft, würde ich mal vermuten. Also sowas in der Art, denke ich mal. Kann ich nicht, den Begriff. Ja, das verändert sich all mit den Jahren. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Wachstumsregion Westmecklenburg. Ich begrüße Sie wieder aus der IHK zu Schwerin. Wir sind heute nach draußen gegangen auf die Terrasse, eine wunderbare Kulisse. Sie sehen es selbst hier vor dem Schweriner Schloss. In der Umfrage haben Sie es gerade gehört, Wirtschaft 4.0. Was ist das? Darum soll es in unserer Sendung gehen. Den Begriff wollen wir klären und anhand von Praxisbeispielen hinterfragen. Dazu habe ich mir natürlich spannende Gäste eingeladen, einen Vertreter der Wirtschaft. Das ist Steffen Himstedt, er ist Geschäftsführer von Trebing und Himstedt, GmbH und Co. KG und ein Vertreter der IHK zu Schwerin. Das ist Klaus-Uwe Scheifler, er ist hier Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Existenzgründung, Unternehmensförderung, Innovation und Umwelt. Mein Name ist Thomas Böhm und ich begrüße Sie natürlich zu dieser Sendung. Bevor wir das Thema in einem Beitrag hinterfragen, Herr Himstedt, an Sie die Frage natürlich, wie würden Sie den Begriff ganz einfach erklären? Ja, Industrie 4.0 oder Wirtschaft 4.0, dort geht es um die Vernetzung von Maschinen und Anlagen und dass zukünftig alle Prozesse, alles was in der Wirtschaft ist, immer mehr digitalisiert wird. Ja, wir hatten Industrie 2.0, jetzt Wirtschaft 4.0, Herr Scheifler. Wo ist der Unterschied? Relativ einfach. Damals gab es die erste Automatisierung, ich glaube der erste automatische, vollautomatische Schlachthof. Ford Automobilproduktion, das war quasi die industrielle Revolution. Was dann seit der Zeit, 1890 entstand, irgendwann wurde der Computer dann entwickelt. Und ich glaube, korrigieren Sie mich, 1960 war der erste programmierbare Chip. Und wir haben also seit der Zeit eine sehr dynamische Entwicklung, sodass wir jetzt in Fachkreisen von Industrie oder Wirtschaft 4.0 sprechen. Das heißt, die Digitalisierung ist weiter auf dem Vormarsch. Ja. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, die Digitalisierung ist weiter auf dem Vormarsch. Und wir haben uns das mal in Zahlen und Fakten in Deutschland angeschaut. Sehen Sie selbst. Der Begriff Industrie 4.0 ist in aller Munde. Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution. Nach der Mechanisierung Industrie 1.0, der Massenproduktion Industrie 2.0 und der Automatisierung Industrie 3.0 hält nun das Internet der Dinge und Dienste Einzug in die Produktion. Diese Vernetzung findet in Echtzeit und über Unternehmensgrenzen hinweg statt. Die durchgängige Vernetzung erlaubt es Herstellern, schneller und flexibler auf Kundenwünsche zu reagieren oder Produktion und Logistik enger miteinander zu verzahnen. Die Produktion verbindet sich mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik. Industrie 4.0 verändert die Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend. Jedes Unternehmen muss sich den neuen Herausforderungen stellen. Herr Himstedt, wir haben es gesehen, also das Thema ist natürlich relevant für die deutsche Wirtschaft, global natürlich. Inwieweit spielt das für Ihr Unternehmen eine Rolle? Inwieweit ist es in Ihrer unternehmerischen Praxis angekommen, 4.0? Ja, wir sind ja ein IT-Dienstleister und helfen den Unternehmen, optimale Prozesse durch IT-Unterstützung zu bekommen, insbesondere in der Industrie. Das heißt, wir sind immer für produzierende Unternehmen da. Und da ist das natürlich ein ganz, ganz heißes Thema. Alle Unternehmen, die wir heute begleiten, das können durchaus Mittelständler sein, aber auch große Konzerne, beschäftigen sich mit dem Thema. Und wir als Dienstleister sind quasi mitten in solchen IoT-Projekten, Industrie 4.0-Projekten bereits drin. Ja. Herr Scheifler, die Herausforderung für die Wirtschaft. Was kommt da auf die Wirtschaft zu, wenn man jetzt 4.0 denkt? Worauf muss man sich einstellen? Auch als vielleicht kleines, normales Unternehmen, auch als Handwerker? Also man muss vielleicht sich das Bild vorstellen, ich sitze vor dem Bildschirm, bestelle ein Produkt und will das Produkt irgendwann geliefert bekommen. Und alles, was dazwischen
besteht. Ob es die reine Lagerlogistik ist, die reine Herstellung, die Auslieferung, die Verbindung der produzierenden Unternehmen zur Herstellung des Produktes, all diese Schritte muss man unter Wirtschaft 4.0 dann sehen, sodass also im Grunde genommen von einem Logistiker über einen Dienstleister einschließlich eines Einzelhändlers alle Unternehmen in allen Branchen davon betroffen sein werden. Und ganz konkret in Ihrem Unternehmen, was für Kunden haben Sie da, für die Sie da arbeiten? Kann man da Beispiele nennen? Ja, man kann natürlich Beispiele nennen. Vielleicht eines der bekanntesten ist die Firma Beiersdorf mit ihrer Nivea-Creme. Die sind vielleicht noch ein bisschen weiter weg von der Individualisierung, aber es gibt viele andere sogenannte Hidden Champions, wo eigentlich die Produkte jeden Tag zwar mit denen wir in Berührung kommen, die aber keiner sieht. Und da ist es vor allem so, dass der große Trend der Individualisierung, dass ich mein individuelles Produkt bekomme, dass das für die Unternehmen eine große Herausforderung ist. In der Vergangenheit haben sie Massenprodukte gemacht, also sagen wir mal den Turnschuh, der zu tausendfach in China produziert wurde. Und jetzt möchte der Turnschuh auf den jeweiligen Träger individualisiert angepasst sein. Und Adidas ist da eben so ein Beispiel, wo man einfach sagt, es gibt sozusagen so eine Speed Factory, wo ich meinen individuellen Turnschuh bestellen kann, für mein Gewicht, für meine Größe. Und das ist was eben auch unsere Kunden umtreibt. Aber das braucht man heute nicht mehr individuell anfertigen, sondern das machen auch schon Maschinen oder Computer. Ja, das ist quasi so, Sie sitzen eben abends im Internet, bestellen Ihren individuellen Turnschuh und dann geht diese gesamte Datenkette, diese ganze Vernetzung geht bis auf den 3D-Drucker und der Turnschuh wird quasi in einem 3D-Drucker ausgedruckt und jetzt mal ein bisschen visionär mit der Drohne dann zu Ihnen mit dem kleinen Paket im Vorgarten abgeworfen. Das hinterfragen wir gleich mal in dem nächsten Beitrag, Herr Helmstedt. Wir haben uns mal bei Ihnen im Unternehmen umgeschaut und wir waren auch noch bei der Planet IC zu Gast, ein Schweriner Unternehmen, wo 4.0 längst schon ein Thema ist. Schon Mähroboter Rudi zeigt es an. Bei der Firma Trebing und Himmstedt spielt Automatisierung eine zentrale Rolle. Hier ist die Wirtschaft 4.0 nicht angekommen. Trebing und Himmstedt sind Wirtschaft 4.0. Seit einem Vierteljahrhundert wird hier die Software entwickelt, die es Herstellern ermöglicht, individualisierte Produkte automatisiert herzustellen. 40 Mitarbeiter schaffen hier digitale Voraussetzungen für eine intelligent vernetzte Fertigung bei Marktriesen wie Beiersdorf oder Müllermilch. Kunden vertrauen mittlerweile weltweit auf die Kompetenz von Trebing und Himmstedt. Ja, 4.0 ist nicht nur in Deutschland relevant, sondern auch in vielen, vielen anderen Ländern. Und es ist eben inzwischen so, dass wir viele dieser Projekte nicht nur in Deutschland machen, sondern völlig international, meistens in Europa, aber zum Teil eben auch in den USA oder in anderen Ländern außerhalb von Europa. Luftlinie nur ein paar hundert Meter entfernt von Trebing und Himmstedt laufen die Fäden oder besser die Kabel der Wirtschaft 4.0 zusammen. Planet IC. Hier sitzen Experten für Internet-Services und Softwareentwicklung. Planet IC konzipiert und realisiert Netzwerklösungen für Unternehmen und bietet auf 500 Quadratmetern ein in der Region einzigartiges Rechenzentrum. Regionale Identität ist dabei auch das große Plus von Planet IC. Denn neben großen Unternehmen und kleinen Spezialisten betrifft die Digitalisierung vor allem den breiten Mittelstand, der zwar die Notwendigkeit von Wirtschaft 4.0 erkannt hat, aber bei der Durchführung auf starke regionale Partner angewiesen ist. Zwar können Sie die technischen Dienstleistungen, also irgendwelche Serverbetriebe oder Software weltweit einkaufen und auch weltweit betreiben, aber Sie haben ja manchmal das Problem, dass die Umgebung, wo es eingesetzt wird, also der Prozess, die Abläufe irgendwie verstanden werden müssen. Da ist es natürlich für jemanden, der in den Staaten oder in den USA beziehungsweise in China sitzt, ziemlich schwierig, deutsche Gesetze zu verstehen, Abläufe zu verstehen und so weiter. Die machen einen wesentlichen Anteil dessen aus, was es braucht, um, ich sag mal, bei der Digitalisierung hinten nachher nicht irgendwo im Desaster zu landen. Auch bei Trebing und Himmstedt steht in einem aktuellen Projekt die Unterstützung des Mittelstandes bei der Digitalisierung im Fokus. Wir sind zusammen in einem Forschungsprojekt mit Fraunhofer dabei, jetzt quasi eine Toolbox, also quasi eine Bedienungsanleitung zu schreiben. Wie kann ich in Industrie 4.0 Projekte reingehen? Wie kann ich starten? Was muss ich beachten? Welche Voraussetzungen muss ich schaffen? Und das soll eben gerade dem Mittelstand helfen, schneller Industrie 4.0 Projekte zu realisieren. Die Industrie 4.0 Toolbox wird ab Sommer verfügbar sein. Über allen Themen der Digitalisierung schwebt immer die Frage nach der Sicherheit. Viele Daten, viele Informationen, die Ansprüche der Kunden vom Planet IC in diesem Bereich sind hoch. Es wird eben ganz konkret gefragt,
wo gehört das Unternehmen hin, wer betreibt dieses Rechenzentrum, wo landen am Ende meine Daten und so weiter. Das ist die rechtliche Frage. Auch bei den technischen Fragen wissen wir natürlich auch, wir erleben regelmäßig aus den Medien Angriffe, kommen dann schon die Fragen, wie gut sind meine Daten geschützt, wie sicher ist der Zugang zum Rechenzentrum, und da haben dann auch unsere Kunden mittlerweile gelernt, dass der physische Zugang durch die Tür fast weniger relevant ist als der Zugang über das Datenkabel, also quasi übers Internet. Zwei Unternehmen im TGZ Schwerin, zwei Dienstleister, die für die Wirtschaft 4.0 in der Landeshauptstadt eine wichtige Rolle einnehmen. Herr Schaffler, wie sieht das aus? Sind alle Unternehmen gleichermaßen von dem Thema 4.0 betroffen oder gibt es da Unterschiede zwischen den Branchen? Das heißt, die einen können sich zurücklehnen und sagen, auf mich hat das Thema sowieso keine Auswirkungen. Also mittelfristig wird sich kein Unternehmen zurücklehnen können. Kurzfristig, was Sie vorhin schon gesagt haben, gerade die produzierenden Unternehmen, Industrieunternehmen, all die, die eingebunden sind in größere Fertigungsprozesse, für die ist Thema Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0 jetzt schon tagaktuell. Es wird aber nachgelagert, in alle Branchen betreffen, sodass am Ende des Tages auch Dienstleister, auch Finanzdienstleistungen sich mit dem Thema Industrie oder Wirtschaft 4.0 dann auseinandersetzen müssen. Was nochmal eine Frage zu den Arbeitskräften, die das hat, die Auswirkungen natürlich auf Arbeitskräfte. Wir haben ja viele Angst, wenn das weitergeht mit der Automatisation der Wirtschaft, dass dann Arbeitskräfte in einem ungeheuren Ausmaß freigesetzt werden. Auf der anderen Seite gibt es auch Chancen. Also es sind mehr Chancen, als dass man wirklich Befürchtung haben muss, dass Arbeitsplätze in Größenordnung abgebaut werden. Die Berufe, die Berufsbilder, die werden sich verändern. Früher haben wir den Mechaniker gehabt, den Elektroniker, heute sprechen wir vom Mechatroniker. Das heißt, die Maschinen als solche müssen nicht nur laufen, sondern ich muss auch ein anderes technisches Verständnis dort mit reinbringen. Und die EDV-Technologie wird uns einiges an Arbeit abnehmen. Also insbesondere, das ist dann so Ihre Branche, da wird es einen ganz erheblichen Zuwachs an neuen Arbeitsplätzen geben. Ja. Herr Chef, wir haben schon gesehen in Ihrem Unternehmen, was für konkrete Berufsbilder, glauben Sie, sind für Ihr Unternehmen ganz wichtig und wo kommen diese Fachkräfte her? Ja, wir haben heute schon den ganz normalen im IT-Umfeld, quasi die Berater, die im IT-Umfeld tätig sind, das sind heute Positionen, die wir benötigen. Was es zukünftig geben wird, ist eben, dass es sogenannte Big Data Spezialisten geben wird, also die mit diesen großen Datenmengen dann auch umgehen können und die entsprechend auswerten können, analysieren können, welche Kundenbedürfnisse dort neu kommen. Oder es wird eben auch Spezialisten geben, die sich genau mit diesem IoT-Thema ganz speziell beschäftigen und ein sehr umfassendes Wissen haben über verschiedene Spezialgebiete. Also heute ein IT-Spezialist, der vielleicht an einer Stelle was weiß, muss im Industrie 4.0 Umfeld ein deutlich breiteres Wissen auch noch haben. Sie haben es schon erwähnt, Sie arbeiten für Produkte, zum Beispiel Nivea, das ist ein globales Produkt. Also ist Ihr Einsatz auch global, also über die digitale Verbindung letztendlich in die ganze Welt? Das ist so, ja. Also wir können heute quasi auf jede Anlage in der ganzen Welt, wo die Produktionsstätten sind, entweder zugreifen oder unsere Projekte sind eben so gestrickt, dass wir vielleicht ein Projekt in Tschechien, aber auch in Mexiko oder in Malaysia in Betrieb nehmen. Das ist ein Stück weit bei uns Tagesgeschäft und wir sehen einfach, dass bei den Kunden das immer mehr wird, dass diese Logistikkette global vernetzt wird und so auch die Projekte aufgesetzt sind. Liebe Zuschauer, wir haben uns mal bei einem Unternehmen in der Region umgeschaut, die ganz konkret natürlich Wirtschaft 4.0 in ihrem Unternehmen leben. Die Mitarbeiter des Unternehmens Marti Membrane Systems aus Brüsewitz bei Schwerin sind Lebensretter. Dabei verrichten sie lediglich ihr gewöhnliches Werk im Betrieb. Das Produkt selbst ist die Mission. Es geht um getauchte Module für Membran-Bioreaktoren. Oder einfach nur fortgeschrittene Wasserfilter. Sie sind momentan überall auf der Welt im Einsatz, vor allem aber in Krisen- und Katastrophengebieten. Wo auch immer Menschen dringend sauberes Wasser nötig haben, können sie sich auf die Wasserfilter von Marti Membrane verlassen. Also in Afrika ist es natürlich sehr wichtig, dass Wasser recycelt wird, weil es teuer eben hergestellt wird, sodass wir mit der sogenannten MBR-Technik, Membran-Bioreaktoren, wo unsere Geräte eingesetzt werden, das Wasser wieder recyceln können. Das Geheimnis liegt in diesen hauchdünnen Folien. Sie sind in der Lage, die meisten schädlichen Bestandteile aus dem Wasser herauszufiltern. Mehrere Schichten von Folie und Plastikgitter bilden ein Modul.
Das Einsatzgebiet ist riesig, von kommunalen Kläranlagen über Schiffe bis hin zu ganz kleinen Teilen, die man hinter dem Rücken tragen kann. Damit werden mittlerweile unter anderem auch Einsatzkräfte in Katastrophengebieten ausgerüstet. Also in diesem Wasserrucksack Paul ist ein solches Membranmodul integriert. Das ist ein Ultrafiltrationsmembranmodul, was aus solcher Membran besteht. Diese Membran ist kleiner als 0,1 Mikrometer und Bakterien und Viren können durch diese Membran nicht hindurch, sodass wir dann trinkbares Wasser herstellen können, ohne dass wir Energie oder Chemie dafür benötigen. In 20 Jahren seiner Existenz hat es das Unternehmen geschafft, seine Membran-Bioreaktoren auf 5 Kontinenten zu etablieren. Märkte wie China oder Indien bieten noch riesige Perspektiven. An Technologien oder qualifizierten Mitarbeitern fehlt es Marti-Membran nicht. Doch in Sachen Digitalisierung gibt es einen großen Nachholbedarf. Hier ist natürlich ein absolut schnelles Internet vonnöten, was an gewissen Standorten eben hier nicht verfügbar ist. Und da ist dringender Handlungsbedarf auch der Politik gefordert, Unternehmen mit schnellem Internet auszustatten. Wie viele Menschenleben die Wasserfilter von Marti-Membrane bereits gerettet haben, hat niemand gezählt. Die Lebensretter selbst sind in Brüsewitz bei Schwerin zu Hause. Und sie tun eigentlich nur das, was in ihrem Arbeitsvertrag steht. Was haben Sie für ein Gefühl, Herr Helmstedt? Kann der Standort Westmecklenburg mithalten? Worauf kommt es an, wenn man sozusagen Wirtschaftspolitik anspricht? Also ich glaube, ganz generell muss man sagen, Industrie 4.0 bietet allen Branchen und auch allen Regionen ganz, ganz große Chancen. Das Wichtigste ist, dass man sich strategisch richtig aufstellt und diese Chancen ergreift. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es gerade für Mecklenburg-Vorpommern eine große Chance, weil Industrialisierung mit Industrie 4.0 hat auch die Möglichkeit, dass vielleicht Standortnachteile ausgeglichen werden können, dass ich einfach durch die IT, durch das Internet die Informationen fließen lassen kann und Dinge, die ich vielleicht vor 10 oder 20 Jahren an einem gewissen abgelegenen Standort gar nicht machen konnte, durch die Digitalisierung möglich werden. Insofern glaube ich, gibt es viele, viele Chancen, die wir hier in Mecklenburg-Vorpommern sehen können. Das ist auch die Nähe zu Hochschulen wie zum Beispiel Hamburg, Wismar oder Rostock? Ja, definitiv. Die Hochschulen spielen ganz große Bedeutung. Einmal, damit sie die richtigen Fachkräfte überhaupt ausbilden, aber auch, dass es ein sogenanntes Ökosystem gibt. Das heißt also, die Vernetzung von Hochschule mit der Industrie bekommt im Bereich Industrie 4.0 noch viel, viel mehr Bedeutung. Insofern sind auch die Hochschulen und die Vernetzung mit den Regionen, egal ob Hamburg als Metropolregion oder innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern, das ist ganz, ganz wichtig. Herr Scheifler, Sie unterstützen ja die Unternehmen bei der Aufklärung, auch diese Sendung trägt dazu bei, einfach zu erzählen, was 4.0 ist, was da auf die Unternehmen Zukunft kommt. Was für andere Möglichkeiten haben Sie, Unternehmen der Region zu unterstützen? Also es sind ja bundesweit auch durch Initiative, das Bundeswirtschaftsministerium, Kompetenzzentren im Aufbau. Wir müssen zusehen, dass wir also Unternehmen, egal welche Branche, egal welche Größe, auch reinbringen in diese Kompetenzzentren, dass sie also dort wirklich schauen können, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich also davon partizipieren. Und was ganz wesentlich sein wird in den nächsten Jahren, das Thema Weiterbildung. Also wir müssen bei den Mitarbeitern dann anfangen, wir müssen sie abholen, die Scheu nehmen, von wegen, die Maschine kann bald mehr als ich selber, die Maschine wird für mich anfangen zu denken. Nein, wir werden immer noch Leute brauchen, die Maschinen dann bedienen und die Berufsbilder als solche werden sich verändern. Und deswegen müssen wir sehr stark in dem Bereich der Weiterbildung unterwegs sein. Und gerade so die IT-Branche, die enge Vernetzung zu den Hochschulen, wird also dort dann anderen Input auch geben in die Hochschulen hinein, was sind die Bedürfnisse aus der Wirtschaft. Also es sind sehr viele Herausforderungen noch, die vor uns liegen. Liebe Zuschauer, Wirtschaft 4.0, das ist längst auch bei Ihnen zu Hause angekommen. Gucken Sie mal Ihre Druckertechnik an oder Ihren Fernseher. Auch der ist inzwischen schon weltweit vernetzt oder könnte es zumindest sein. Und wir haben uns mal bei einem Unternehmen umgeschaut, die sich mit Bürotechnik und auch mit 3D-Druck beschäftigen. Auch ein Thema, was in den Alltag einzieht. Sie sind die Druckexperten seit 1989 und haben ihrem Know-how jetzt einfach noch eine Dimension hinzugefügt. Hans Bode, innovative Büroelektronik in Schwerin, ist seit 2015 im Bereich 3D-Druck aktiv.
Neben diesem Drucker, der im FDM-Verfahren arbeitet und gerne auch zu Präsentationszwecken genutzt wird, steht direkt ein Multijet-Printer. Hier können Objekte ab einer Größe von 16 µ angefertigt werden. Komplexe Formen und Anwendungen sind umsetzbar, die im CNC-Verfahren sehr aufwendig wären. Man ist schneller in der Umsetzung und man ist schneller auch in den Veränderungen. Und dann kommt natürlich auch hinzu, es ist ein wesentlich kostengünstigeres Verfahren. Man muss sich das auch so vorstellen, ich kann heute ein Produkt meinen Kunden vorstellen. Wenn der Kunde Veränderungen wünscht, kann ich die mit dem 3D-Druck, ich verändere sie, die Programme in den Programmen und kann das dann sehr schnell neu drucken. Es findet überall Anwendung, auch in der Medizintechnik. Bereits heute werden komplizierte Operationen am Modell, am 3D-Modell, das vorher gefertigt worden ist, werden ausprobiert und simuliert. Also es gibt ganz große Forschung in diesem Bereich, auch für andere Bereiche der Medizintechnik. Die 3D-Drucktechnik ist keine neue Erfindung, aber erst jetzt nach gut 25 Jahren, da die ersten Patente auslaufen, wird diese Technologie marktfähig gemacht. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Hans-Bode GmbH ein Pionier der 3D-Druckanwendung. Gemeinsam mit den IT-Systemexperten SKM, Nachbarn in Schwerin-Krebsförden, bereiten sie den 3D-Druckmarkt im Land auf. Dabei werden auch Workshops und Schulungen zum Thema durchgeführt. Und es kommt auch in Bewegung in die Bereiche für das Design. Es kommt Bewegung für die Architekten, für Ingenieure, um Modelle zu erstellen. Es kommt in Bewegung für Designer, Schmuckdesign, alle diese Bereiche. Da müssen wir diese Technik heranführen und müssen Unternehmen für diese Technik begeistern und sie auch von den Vorteilen überzeugen. Und das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Der 3D-Druck ist ein Bestandteil der Wirtschaft 4.0, aber einer, bei dem die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt erscheinen. Ein Thema, das immer mehr Druck macht. Ja, wir sind schon am Abschluss unserer kleinen Runde hier angelangt. Herr Hemstedt, was glauben Sie, wo geht die Reise hin, wenn Sie mal vorausschauen in die Zukunft? Ich glaube, ganz genau sagen, wo die Reise hingeht, kann man nicht, weil ich glaube, wenn vor 10 Jahren uns einer gesagt hätte, was mit dem Smartphone so alles passiert, daran hätten wir uns nicht vorstellen können, was es alles für neue Möglichkeiten gibt. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich auf den Weg begibt und dass man einfach eine gewisse Vision und auch Faszination und Offenheit für diese neuen Themen hat. Und insofern bin ich ganz gespannt, was in den nächsten 10 oder auch 20 Jahren auf uns zukommt. Aber die Welt wird faszinierend anders aussehen im Vergleich zu heute. Ja, Herr Scheifler. Aus Sicht der IHK nochmal, man muss ständig am Ball bleiben. Wie gelingt das? Interessiert sein, sich weiterbilden, genau schauen, wie die aktuellen tatsächlichen Entwicklungen derzeit sind. Vielleicht mal bei einer Hannover-Messe dann vorbeischauen, dann mal sich inspirieren lassen, woran andere Unternehmen dann weltweit tatsächlich dann geforscht haben, entwickelt haben. Ein 3D-Drucker, so wie wir ihn heute kennen, war vor 2-3 Jahren kaum vorstellbar. Inzwischen geht die Luftfahrtindustrie dazu über, dass sie dann Teile, die benötigt werden, auch in Metall aus einem Drucker dann drucken können. Dürfen also gespannt sein, wie es also in den nächsten Jahren weitergeht. Wir müssen uns ständig weiterentwickeln und auch weiterbilden. Das ist unerlässlich. Herr Scheifler, Herr Hemstedt, vielen Dank für diese Diskussion. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Bleiben Sie dran, bleiben Sie neugierig. Wirtschaft 4.0, das betrifft uns alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wachstumsregion Westmecklenburg. Die IHK zu Schwerin präsentiert Wachstumsregion Westmecklenburg. Wachstumsregion Westmecklenburg, das Wirtschaftsmagazin in Zusammenarbeit mit der IHK zu Schwerin.